Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Tate-Review. Heute habe ich den Austrian Project aka Knosti dabei und der wird sich kurz vorstellen. Ja, hallo. Also mein Name ist Knosti, ich bin auch ein österreichischer Commentator. Und ich werde heute ein paar Fragen gestellt bekommen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ja, gleich nimmer. Also, heute sind die Fragen über Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Aber die erste Frage ist nicht so über Modern Warfare 2. Okay. Okay. Welches COD hattest du als erstes? Das war Call of Duty 5. Habe ich mir damals beim Release gekauft zu Weihnachten. Und seitdem bin ich dem Call of Duty Zwang erlegen. Für welche Konsole? PS3? Xbox. Ah, Xbox. So. Zähle alle Abschussserien von MW2 auf. Außer Tom Nuke. Okay, also da haben wir Drohne, Konterdrohne, Care Package, Geschütz, Predator, Präzisionsluftschlag, Carrier, Helikopter, Notfallabwurf, Payflow, Stealth Bomber, AC, Hubschrauberschütze und EMP. Hey, wenn ich jetzt so genau mitgekommen bin, ist glaube ich richtig. Ja. Okay, nächste Frage. Zähle alle Pistolen in MW2 auf. Boah, willst du mich verarschen? Puh. Ich glaube, mit denen habe ich nie gespielt in MW2. Also ja, ich auch. Die USP wird sicher dabei sein. Ja. Die irgendeine Magnum wird sicher auch dabei sein, oder? Ja, die Standard, ja. Ja, Magnum, USP, M9, Desert Eagle. Das war's. Und das war's, oder? Ja, das war's. Das war's. Sehr schön. So, nächste Frage. Wie viele Kills braucht man für einen Nuke? 25 und mit Hardliner 24. Auf die Frage habe ich gewartet, also auf Antwort gewartet, wegen Hardliner. Das habe ich genau gewusst, das wirst du sagen. Okay. Da muss man alles genau nehmen. Wie erreicht man am besten die Nuke? Nenne 3 Killstreaks dafür. Also auf jeden Fall nur mal die Nuke. Okay. Oder? Ja, sowieso. Und, ne? Und Harrier und den Chopper Gun habe ich immer dabei. Ich hab mir schon gedacht, du sagst jetzt was anderes außer die Nuke, weil da werden jetzt viele reingraten, glaube ich. Ja, okay, komm hier. Ich meine, ich habe ja ein Gameplay, das hier mit Nuke, Payflow und EMP ist. Und ja, also das ist ein bisschen was anderes, aber meistens nehme ich mal Harrier, Hubschrauberschütze und Nuke mit. Ja, so ziemlich Mainstream-Klasse, glaube ich. Welche Waffe spielst du immer, wenn du MW2 spielst? Also ich sage es mal nicht Farmer, sonst kommen die ganzen Elo-Tricks-Fanboys angerannt. Ich spiele gerne mit der MP5K und Rapid Fire oder Vollmantelgeschoss, wie auch immer. Und noch mit der TAR-21, meine Lieblingswaffe. Beste Waffe in ganz MW2. Okay. Vermisst du die in MW3? Nein, was heißt da vermissen? Ich meine, ich spiele in MW3 gar nicht. Okay. Und ich spiele auch im Moment kein MW2, aber vermissen tue ich sie nicht, aber wie gesagt, in MW2 habe ich sie sehr, sehr gern gespielt und auch meine ersten Nukes damit bekommen und ja. Okay, nächste Frage. Mit was... shit. Die habe ich vorher schon gestellt. Doppelt, hoppala. hast du schon überhaupt mal einen Nuke gehabt, ja oder nein? Ja, ich hatte schon mal Nukes, ich glaube so insgesamt 40 oder so, um den Dreh herum. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele, aber auch nicht allzu wenig. Okay. Und wir sagen ja die ganze Zeit Nuke, aber in Wahrheit heißt die ja ganz anders. Die heißt, wie? Atombombe. Sehr gut. Okay. Oder im Englischen auch Tactical Nuke, falls wir schon so Inbound, ja. Klug sind. Ja. Bist du in diesem Spiel gut oder schlecht? Pff, was heißt gut, was ist schlecht? Ich meine, ich würde sagen, ich bin ein normaler Zocker. KD, glaube ich, 1,2 oder so. Also damals war ich wirklich noch in den Anfängen, war mein zweites COD. Und da war ich wirklich schlecht. Aber mittlerweile hat sich das schon gebessert, bin ich... Ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, auf einer 1,4er KD, aber auch egal, der Beste bin ich nicht im Spiel. Aber wenn ich auf Nuke gehe, reicht es meistens. Okay, sehr schön. Wären Popcorn schwerer, wenn man sie poppt? Nein, sogar leichter. Okay. Darüber haben wir schon vorhin in einer anderen Konferenz diskutiert. Wie viele Videos hattest du schon von diesem Spiel, also von MW2? Auf deinem Kanal. Was? Okay. Scheiße, da muss ich jetzt alle durchgehen. Nein. So. Scheiße, was wird denn das sein?
Nicht allzu viel, ich glaube vielleicht 20 oder 30. Okay, die werden wir dann später nachzählen. Also letzte. Okay. Letzte Antwortmöglichkeit, sag. Ich sag 5, nein, nicht. Das ich kann nicht so viele gepostet. Doch, sagen wir 25. 25, das notiere ich mal. 25. Eingeloggt. Okay. MW2 vs. MW3. Wer gewinnt? MW2, auf jeden Fall. Okay. Weil MW3 ist scheiße. Dann nochmal so Standardfragen am Schluss noch. Was sagst du als österreichischer Kommentator zu den anderen österreichischen Kommentatoren? So, zu den großen oder so auch zu den Allgemein, kleinen? allgemein. Ja, ich finde, die österreichische Community muss zusammenhalten. Und ich glaube, wir werden, also der Exefanta, der DualShock und ich haben da in nächster Zeit auch was Kleines vor, wie wir die österreichische Community ein bisschen aufpäppeln können. Und ich glaube, da wird schon was kommen. Okay, darauf freuen wir uns natürlich schon ganz toll. Ja. So, nächste Frage. Ja, genau. Jetzt eine Frage zu mir. Schon mal ein Video von mir gesehen? Ich muss sagen, ich hab dich gesehen beim Joel, bei Austrian Wave. Ja, vor kurzem, gell? Ja, bei dem, was war denn das? Fuck, Du bist bei Joel. dieser Comment, also Dual Challenge. Und ich habe schon mal vor längerer Zeit, glaube ich, nicht allzu lange, aber schon ein bisschen her, auch ein Video von dir gesehen. Okay. Kannst du dich noch erinnern, was für eins? Leider nicht, ne? Macht nichts, macht nichts. Na ja, und wie gesagt, also gestern und heute habe ich natürlich auch ein bisschen was angeschaut. So ein Tater-View, ich glaube, was war mit dem Mario Mario CD, oder? CD und Marvin Place. Und demnächst kommen auch noch andere. Und ich? Ja, natürlich durch. Okay, letzte Frage, letzte Frage. Wie Okay. fandest du das Tater-View mit mir? 1A. Finde ich gut. Solche Fragen zu gewissen Spielen. Vor allem nicht nur, was ich so privat denke. Und ich hoffe, dass ich mal richtig getippt habe in meinen 25 Videos. Okay. Auf jeden Fall danke für das Video. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Und ja. Ja, ich sag danke, dass du dir Zeit genommen hast für mich, da Ja, ich rumzukommen habe auf immer Skype und Zeit. so. Und ja, es ist richtig nice gewesen. Bisschen Pep. Und ja, du hast das letzte Wort nochmal. Ja, okay. Ihr abonniert The Machine 3 HD. Und ich glaube, Schleichwerbung. ja, das war alles dazu sagen. Und bewerte natürlich das Video mit einem Daumen nach oben.